So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch vorbereitet und am Ende gibt es natürlich auch wieder den Schocker der Woche. Wie ihr seht, ich bin zurück mit dem blauen Hemd. Das blaue Hemd hat ja schon Kultstatus, habe ich gelesen. Und die Frisur mittlerweile auch, denn die Quarantäne ist vorbei. 2 Wochen lang jetzt war ich in Quarantäne. Hab das dann immer in der Küche gemacht, im Schlafanzug. Da haben sich viele gefreut über das Schlafanzug-Oberteil, vor allem das Pinke. Hat den Leuten sehr gut gefallen. Heute Abend ist auch wieder die Raid-Stunde mit Darkrai. Und obwohl ich natürlich mein 100er Darkrai jetzt habe und habe das gemaxt am Montag, dürft ihr trotzdem heute Abend in der Raid-Stunde natürlich einladen. Denn es geht ja um euch, es geht ja um die Interaktionen untereinander, die wir haben, die Levelaufstiege, die ich da machen kann und vor allem die Raid-Mania-Punkte, die ihr verdienen könnt. Also auch wenn ich mein 100er Darkrai habe, werde ich mich jetzt nicht zurücklehnen und das ausfallen lassen. Ich werde natürlich trotzdem die Raid Mania ganz normal ablaufen lassen. Ihr kriegt Raid Mania Punkte. Der letzte Gewinner war der Aluhut. Deswegen haben wir jetzt immer Porenda als Maskottchen dabei. Hab ganz vergessen, dass das wirklich schon, dass der Monat um war, dass es fertig war. Ich habe gar kein Zeitgefühl mehr gehabt. Und heute Abend geht es also offiziell neu los. Alles ist auf Null gesetzt. Und die allerersten Punkte für diesen Monat werden verteilt. Ladet also fleißig ein, wenn ihr unterwegs seid mit euren Homies, wenn ihr noch Darkrai-Raids macht. Mal gucken, ob ihr es schafft, in den Stream zu kommen, ob ihr es schafft, dass eure Lobby angezeigt wird, ob ihr den ersten Punkt macht, ob ihr die meisten Punkte habt nach der ersten Folge. Jetzt aber die Highlights der Woche für euch. Und am Ende natürlich noch der Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Skandalpara, läuft die Woche mit 2 Galamakabaya in Shiny, ne? Guckt die euch an und die sind gar nicht Gala, das sind die normalen. Also mit Makabaya in Shiny 2-mal haben wir hier dabei. Dann bin ich mit Aluhut zu Glücksfreunden aufgestiegen, gleich hinterher auch mit Drachek. Also ich muss sagen, Glücksfreunde kriege ich wirklich gefühlt fast jeden Tag. Ich komme gar nicht hinterher mit dem Tauschen. Gerade aus der Feldforschung bekommen, Henry Niki mit dem 100er Weberack. Sehe ich schon wieder total blass aus. Dagro hat hier einfach mal 300%ige Dialga auf Level 50 gezogen und eins davon ist sogar ein Shiny, also kein Hundo, sondern ein Shundo mit Best Buddy Schleife. Ebenfalls Dagro, der hat gesagt, ich zeig dir mal wieder, was ich da hab, ne, hat ja ein 100% Zarude. Die ganze Zeit gesagt, was soll ich denn mit meinen Sonderbonbons machen? Ich weiß nicht, wohin damit, ich weiß nicht, was, wie, wo. Alle sagen, pack die doch in Zarude oder in irgendein mysteriöses. Mein Zarude ist richtig schlecht mit 11, 10, 11. Ich habe trotzdem jetzt angefangen, da welche zu sammeln, dass ich irgendwann vielleicht mal eins auf Level 50 ziehen kann. Das wäre eine eindeutige Sache. Da wüsste ich, ich habe ein Ziel, ich packe da 30.000 Sonderbonbons rein, dass ich das auf 50 ziehen kann. Fertig, weil besser geht nicht, 100%. Und dann auch noch Zarude, was eh eins der geilsten, brutalsten und heftigsten, mysteriösen Pokémon ist, die wir hier haben. Ebenfalls mysteriös, Darkrai hier auch auf Level 50 mit 100%, hat er sich auch gegönnt, hat er auch mitgenommen, habe ich ja jetzt auch 4227 und jetzt kam es noch nicht zum Einsatz und wird es wahrscheinlich auch nie kommen. Und damit es vollständig ist, eigentlich müsste das schon Schocker der Woche sein, was der alles geschickt hat, das Shundo, die Dialga, das 100er Zarude, das Shundo, Darkrai auch auf Level 50. Auch 100%, auch Shiny, 4227, wird natürlich auch Best Buddy, wie man hier sieht, ist schon fleißig am Laufen. Julian Eisenstein hatte mir das Walross mit Pesto geschickt. Wenn ihr das nicht kennt, wer in den Streams dabei war, der weiß ja, er hat das so ein Fetisch. Walross mit Pesto ist genau sein Ding. Henry Niki aus dem 5-Ei bekommen, 100er Zapladin, Skandalpara zeigt uns hier die Danger Zone. Das war irgendwie beim letzten Mal in... War das während der Safari-Zone, ne, während des Halloween-Events, während beidem gleichzeitig im Stream, hieß es immer zu, ah, bei mir ist alles rot, bei mir ist alles rot, hat Kulli, glaube ich, gesagt. Beim Skandalpara sah das auch so aus. Habt ihr vielleicht nicht gesehen, vielleicht war das bei euch nicht, wenn es bei euch war, könnt ihr es aber reinschreiben. Sieht auf jeden Fall herrlich aus, ja. Der Boden ist Lava, sage ich nur.
Skandalpaare, auch hier, bin raus für Darkrai, hat nämlich auch das 100% Shiny bekommen, kann ja nicht fliehen, hat er sicherlich mit seinen 21 Bällen gefangen. Dann bin ich aufgestiegen mit Popik zu Glücksfreunden, Lennart hat hier ein Mirapla erlöst zu einem 100er, Lennart hat auch das 100er Darkrai im Fangbildschirm und hat es natürlich auch gefangen. Ich habe so viele Shiny Darkrai auch noch bekommen. Die habe ich nicht alle mit reingenommen, die meisten habe ich einfach wirklich rausgelassen. Wir konzentrieren uns jetzt auf die 100er, damit ihr wirklich seht, wie krass, wie oft jemand ein 100er bekommen hat oder gleich 10 Stück auf einmal. Lennart hier auch noch mit dem 100er Lichtel hinterher, Lennart mit dem Shiny Hypopotas, Shiny Kramurks. Dann bin ich mit Bierbenny zu Glücksfreunden aufgestiegen. Jojo mit dem 100% Farbigel. Die Leute schon gesagt, jetzt hast du Pokémon Go durchgespielt. Ich habe auch ein 100%iges Farbigel, ja. Stellt euch das mal vor. Dann Aluhut, 100% Krüppuk. Dann Basti, ja. Habe es jetzt jedes Special Pika der letzten Monate in Shiny bekommen. Das ist ja schön, das heißt aber, du hast sie nicht alle. Oder nicht mehr alle, weil es sind ja trotzdem, ne, davor, vor den letzten Monaten gab es die ersten Monate, ne, die ersten und die letzten. Von den letzten, was war letztens, ja. Wie viel sind das jetzt ungefähr? Ab wann wird da gezählt? Glückwunsch trotzdem an der Stelle, kann man ja leider nicht entwickeln. Wäre nochmal lustiger gewesen, auch für, obwohl ne, Raichu ist, Raichu mit Hut braucht kein Mensch. Cheffe24 hier auch Paragoni 100 mitgenommen. Koselinchen hier mit dem Shiny Pikachu. Eiskorpions mit dem 100% Impagator, was ich besonders cool fand, auch bei ihm. Denn guckt mal, der hat das wirklich einfach so wild gefangen. App geöffnet, steht da direkt was Großes, bewerte es direkt mal und 100% LOL. Ne? So muss das laufen. Machst du App an, oh was Fettes, oh was Ultra Fettes und dann ist es hier 100. Eiskorpions außerdem war abgelenkt in deinem Stream und hab einfach einen roten Ball drauf geschmissen. Dann hab ich gesehen, ups, die Pancho. Ups ist ja Shiny. Nummer 2 ist dann auch da hinterher. Warum nicht? Shiny Sonnenkern. Siehst halt wirklich so kaum einen Unterschied. Da sieht man es schon besser, auch das Funkeln. Sören hier, 100% Gala Makabaya, jetzt aber wirklich Gala. Plus Shiny Azurill hinterher. Sarina hier mit dem Shiny Knocker. Für sie habe ich ja extra den Alola Knocker Stream gemacht. Beziehungsweise das dann ausgewählt und mit reingenommen. Weil Lichtel jetzt ja eben Lichtfestival überall wild rumsitzt. Flunkiefer als Mega nochmal kommt. Sie hat, glaube ich, das 100er eigentlich gesucht, hat jetzt hier noch ein Shiny bekommen. Dann haben wir hier vom Cookie. Cookie ist es, ja. Cookie Dent, wer kennt's? Guck mal, ich sehe aus wie Capital Bra. Ah. Auf jeden Fall haben wir hier vom Cookie auch 100% Darkrai Level 50, ja. Und das ist nicht das Einzige, er hat insgesamt auch 4 Stück bekommen. Ich weiß nicht, wie viele Raids er gemacht hat. Und es dann auch 24, 25 Shinies gab, auch 98er dabei. Shenaya hier auch 100% Darkrai. Die hat ja auch insgesamt 5 Stück, glaube ich, bekommen jetzt dann in der Zeit. Shenaya hier auch mit einem Snubbull, mit einem erlösten Snubbull, 100er, so wie es aussieht. Shiny Kramurks, noch ein Darkrai, wieder ein 100er. Das dürfte dann das 5. gewesen sein. Deswegen hat sie auch immer mutig weitergemacht, weil sie weiter XL gesammelt hat, um die alle vielleicht ein bisschen hochzuziehen. Hatte ich auch Glück, denn sie hat so oft mich auch unterstützt. Hatte auch mitgemacht, auch Drachek, Margot Fedeck, sonst was, Henry Niki, Hannes, alle, die da mitgewirkt haben, der Tick Kekslot, alle, die sonst eingeladen. Nochmal riesengroßes Dankeschön dafür. Dann hier Shiny Habitak auch noch bei Genaya, genauso wie Hunduster in Shiny, Tragosso in Shiny, Drachek, Mega Bruder Landa kann kommen, 100% Kindwurm gegönnt. Leon Petzold ist zwar nur ein Shiny, aber er hat sich so darüber gefreut. Und wie es dann weiterging, ne? Mein allererstes in Shiny nach 23 Raids seit dem Event und dann das. Das allererste, dann ein 98er und direkt danach, ihr seht, ist beides der 27.10. WTF, das hinterher. Also auch 98er Shiny, 100er Darkrai, auch fette Ausbeute, feine Sache. Lol, gestern Abend nur durch Zufall rein, gefangen, kurz eben bemerkt, was das war. 100% Pandimos mitgenommen. Das ist der Rede wert. Margot FedEx hier 100% Pumpkin. Und natürlich Nummer 3, 100% Darkrai. Also auch 3 100er Darkrai mitgenommen. Andy Project, Absol zu dritt mit 2 Low Level. Wir hatten es letztens nämlich über die
über den Schaden, der insgesamt hinzugefügt wurde von einem einzelnen Spieler. Wir haben da was mit 5000 gehabt und gesagt, oh, 5000 habt ihr schon mal mehr gehabt. Er zeigt uns hier 7900 Schaden. Habt ihr schon mal mehr gesehen? Auf der Übersichtsseite, bei der Statistik, am Ende der Kämpfe, der Raids, hat schon mal jemand über 8000 Schaden gemacht. Kulidita hat mir dann auch endlich noch ein Foto zukommen lassen, wo es jetzt nicht mehr ganz so heftig aussah, aber immer noch trotzdem dieser rote Hintergrund. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Lost Lift hier, das wird auf 50 gepusht. Also wenn man es entwickelt und auf 50 pusht, kann ich es ja doch nachvollziehen. So, denke ich mir, ist das halt wie Raupi. Und dann kann ich es wieder nachvollziehen. Und nochmal Lost Lift, vielleicht nichts Krasses, aber ich habe noch nirgendwo ein Pokémon mit 1000 Bären in einer Arena gesehen. Ihr habt ja oben die Anzeige, das sitzt jetzt 62 Tage und hat schon 1000 Bären gefressen. Das hat sich immer noch nicht entwickelt, ist immer noch klein und süß, ist auch nicht shiny geworden dadurch, also wird weiter gefüttert. Chevy geht doch auch zwei Shinies direkt hintereinander, 13-15 und 13-20. Sind nur Shinies, aber direkt hintereinander, vielleicht doch eine feine Sache. Chevy Art hier, es wird Zeit für ein Rocket Event. Er hat nämlich hier sein 100%iges Level 50er Starrapto, wo er natürlich Frustration verlernen möchte, was er dann auch beim Lichtfestival machen könnte. Aber ich glaube erst ab 9. November dann. Das Lichtfestival ab 5. ab Freitag, aber ab 9. kommt dann dieser Rocket-Anteil noch hinzu. Genauso wie Kramchef, 100, Level 50, Krypto, Verlernen, Frustration. Erik Haddung, ich kam, sah und siegte, wie die Witze oder so, zack. Ja, Hutut auch, ne? Hartmut Schmidt, Meister 100%. Dark Rayquaza natürlich, hier auch als Best Buddy, 1000 Tags dran. Da kann man noch ein bisschen was dran pushen auf jeden Fall. Da löst es 100er Pion Scorer. Dann hier ein Simsala. Ich glaube, ich habe noch nie ein wildes, ausgewachsenes Simsala gesehen. Machoma, ja. Nidoking, Letterking, ja. Aber Simsala fand ich auf jeden Fall fett. Letterking haben mir sowieso auch wieder 1000 Leute geschickt. Lukas hier, 5 gesehen, 4 gefangen. Manche haben bei 4 noch kein Shiny. Ja, und er hat einfach bei 4 Stück 2 Shiny. Das ist auf jeden Fall eine Quote, da denkst du, ah, ist das erhöht, hat das eine Quote von 1:2, ja. Nein, hat es einfach nicht, aber haben wir auch mal mit reingenommen. Muss auch sowas gehen. Dann haben wir Benjamin Engel hier auch Shiny Galaporenda mitgenommen. Elke Kaiser hier, Traunfugil, Weberak dabei. Hat mir hier einen Stop geschickt. Hände hoch, bemalte Umspannstation aus der Kindheit. Bugs Bunny, aus den Bugs Bunny Cartoons. Ihr kennt hier noch den Sam? Ist er nicht Sam? Sam! Wie bei Typical, ne? Sam. Elke Kaiser hier noch mit einem Schuppet. Makabaya, Sonnenkern, Darkrai habe ich rausgelassen, Kramurks, hätte genauso lange gedauert, wenn ich es drin gelassen hätte, Tragosso, Drifflon, 100er, Dagro, nochmal ein Bild, wo ihr nochmal irgendwie das seht, da ist auch 43 Shinies, das 98er Shiny noch bekommen, das 100er, Shiny Level 50, aber ja, ist ja irgendwie das mit vom Anfang dabei, dann hier der Natursekt. Danke für das Shiny aus Ritz, für Zuschauer nochmal danke, liebe Grüße, Benatusekt, ja. Dann Breni Stendal, ausgerüstet aus Ruinen, eigentlich ausgebrütet aus Eiern, aber es ist halt, ausgerüstet. Dann habe ich was bei Instagram bekommen, was ich ja eigentlich nicht mit reinnehme, aber da war jemand so schlau und hat einfach seinen Namen dran geschrieben, ne, Nikolai. 1931, 100er Givatina und Noel, da stand es auch da, war ein Video. Jetzt fangen an, die Leute mir Videos in Instagram zu schicken. Auch hier Letter King mit 3351 hier mitgenommen, mit goldenen Beeren. Ich hätte die gelbe genommen, mit gleich noch schön 20 Bonbons drauf genibbelt. Noel auf jeden Fall, aber auch am Start. Hier Kaka Serrata. Auch Bilder geschickt, wo der Name dran stand, wie auch immer man das schafft. Ein 100% Shiny Giratina, was schon fett genug ist, aber es war aus der GBL-Belohnung und das finde ich noch besser. Deswegen seht ihr ja auch, dass da rote Bälle drauf werfbar waren, es auch nicht fliehen konnte.
Eigentlich müsste sowas Schocker der Woche sein, ja? Ein 100% Shiny Giratina aus der Go Battle League. Ist das nicht fett? Aber der Shiny der Woche ist was anderes, was ich euch halt wirklich so zeigen muss, weil das auch ein Video ist. Was ich nicht mit Screenshots hätte hier irgendwie machen können. Und jetzt kommen wir zum Spezialisten der Woche. Die Hälfte der Folge ist um. Die Hälfte der Folge kommt jetzt aber erst noch. Denn der Selal hat mir sage und schreibe 178 Bilder geschickt. Selal schickt mir auch immer lustige Sachen, Witze und irgendwelche Memes. Wer sagt, ach, mich interessiert wirklich nur Pokémon Go, der soll jetzt bitte abschalten, denn jetzt kommen viele Sachen, die ich total cool fand und lustig und dachte, ach komm, zeig sie halt einfach. Es soll ja hier auch um Spaß gehen. Er hat auf jeden Fall hier einen Shiny Plinfer bekommen. Dann seht ihr hier, wenn die Futterschale im Geschirrspüler ist, wie der Hund davor liegt und einfach wartet, dass es fertig wird, dann haben wir hier ein Shiny Traunvogel. Du weißt, dass du in einer üblen Gegend wohnst, wenn ein Vogel mit Fußfessel dich mit einem Messer bedroht. Habt ihr auch schon mal so einen Vogel bei euch gesehen in der Nähe? Schreibt es mal rein. Katze zu 90% geladen. Also noch 10%, dann sind die Ohren auch weiß, dann ist sie nämlich ganz gefüllt. Fand ich irgendwie auch cool. Wie läuft es mit einer Diätfresse? Da seht ihr einen Vogel und einen anderen und bei dem biegt sich einfach die ganze Stange durch. Also ich habe nicht alle Bilder reingenommen, aber die meinen Humor getroffen haben, ja. Auch das, kennt ihr die Folge von den Simpsons mit, der Buhmann? Hier haben sie das umgemünzt. Ich, nachdem ich Horrorfilme schaue, total, man hat Schiss, ja, über sowas Fiktives, ja? Aber ich, nachdem ich Dokus über Serienmörder schaue, in deiner Nachbarschaft vielleicht, und dann, alles okay, ich fühle mich total sicher so. Fand ich auch richtig cool, dieses Bild. Oder hier, jemand wird überfallen, Polizeischild. Jemand wird bestohlen, Polizeischild. Jemand hat kein Licht an seinem Fahrrad, oh mein Gott, die düsen los und die kennen da gar nichts. Also, man muss auch Prioritäten setzen. Wie man einen Italiener foltert, die machen einfach Heinz Tomatenketchup auf die Nudeln. Ketchup auf die Nudeln. Oh mein Gott, guck, und dann wie sie den Kopf noch hinhalten und dann Kokain, Kokain. Das fand ich auch genial. Wo ist die Butter? Im Kühlschrank. Ist nicht. Muss sein. Ist aber nicht. Muss sein. Ist aber nicht. Da dreht er sich schon um. Soll ich kommen? Nee, ich hab's. Das fand ich auch so göttlich. So. Und wieder da hängt mit so einem Buckel dran und dann. Und dann, nee, ich hab's doch, alles klar, muss nicht kommen. So. Warum einfach? Kennt ihr vielleicht, wenn ihr Haustiere habt? Drei Näpfe, drei Katzen, jede könnte essen, aber die machen halt einfach und dann sieht das halt so aus wie unten, weil man kann sich halt nicht nebeneinander stellen. Motivationstrainer. Du kannst alles erreichen, was du willst. Du hast den Tiger in dir, der Tiger in mir. Der sieht auch total süß aus. Dann machen wir gleich hin und streicheln, weil der kann sich ja eh nicht mehr bewegen und deswegen kann er euch auch nichts antun. So. Hallo, bin ich bei der Feuerwehr? Nein, ich bin bei der Feuerwehr. Sie sind irgendwo anders und telefonieren. So stelle ich mir das vor. Deswegen, wenn ich Feuerwehrmann wäre, würde ich auch immer so antworten. Das musste ich auch unbedingt mit reinnehmen, weil so oft diese Kermit-Sticker im Fanchat bei Telegram da in der Gruppe gepostet werden. Das ist schon richtig. Das hat sich so eingefleischt und dann siehst du hier den blöden Kermit. Wenn du siehst, dass der GameStop brennt, man könnte ja Hilfe holen oder könnte irgendwie, aber du dich daran erinnerst, dass sie dir 3 Euro für 10 Spiele geben wollten. Diese Betrüger. Und dann fährst du einfach weiter, machst dein Fenster wieder zu. Lass einfach. Kannst du mir einen vernünftigen Grund sagen, warum du morgens um 3 Uhr nach Hause kommst? Da Wirt wollte ins Bett. Also eigentlich wäre er ja noch länger geblieben, aber der Wirt wollte endlich Feierabend machen und er musste nach Hause. Ne? Ist ja nicht so, er kommt heim und warum kommst du jetzt erst, sondern bei ihm ist, warum musste ich denn schon heim? Ich wollte doch noch. Das fand ich auch sehr interessant mit diesen ganzen Verkehrszeichen. Wenn ihr die, das ist eine richtige Geschichte. Nach dem Mittagsschlaf ging ich spazieren, ohne ein Ziel. An einem verbotenen Ort lag ein Mädchen vor mir. Ich näherte mich vorsichtig. Ich war hin und her gerissen. Die Schranken fielen schnell. Wir tranken Kaffee in meinem Wohnwagen. Und dann ging's ins Bett. Ich war sehr erregt. Sie legte ein Bein zur Seite, dann das zweite Bein. Wir schleuderten ins Vergnügen.
Sie war keine Jungfrau mehr. Nahm sie die Pille? Ich hatte keine Kondome dabei. Es war sehr schön. Alles drehte sich. Wir waren im siebten Himmel. Lust und Verlangen steigerten sich. Stopp! Schrie sie. Achtung! Gefahr! Sie hatte die Pille vergessen. Zu spät. Zurück konnte ich nicht. Sie wurde schwanger. Die Welt stürzte ein. Heiraten war angesagt. Wir tauschten die Ringe. 8 Monate später kam ein Anruf aus dem Krankenhaus. Es waren Zwillinge. Wir waren eine sehr glückliche Familie. Aber zu welchem Preis? Fand ich sehr cool gemacht, diese ganzen Schilder aneinander und daraus so eine Geschichte zu basteln. Auch hier, hatten Sie einen Unfall? Nein, ich leere meinen Aschenbecher immer so. Statt den einfach das ganze Auto rumdrehen, wieso nicht? Also, es ist nicht lustig. Man muss es ja, es ist nicht lustig. Und Selal, noch ein shiny Hunduster. Oha. Und Selal noch ein shiny Hunduster hinterher. Und das heißt, es waren ja gar nicht so viele Sachen. Also, Selal, danke, aber tu mir das nicht an und pack da immer so viele Sachen rein. Jetzt waren das die Highlights der Woche und wir haben noch den Schocker der Woche. Und deswegen musste eigentlich sowieso jeder dranbleiben, weil wir ja wissen wollen, was der Schocker der Woche ist. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom Tom. Ja, schickt mir nichts bei Instagram. Er hat's gemacht und er hat auch ein Video geschickt. Vor allem guckt euch hier dieses blöde Bild erstmal an. Pinsir. Sieht auf jeden Fall aus wie Mimi auf dem Bild. Und dann, das kann doch nicht sein. Da habe ich... Wir gucken uns erst das Video an. Guckt euch einfach das Video an. So, das ist das Video. Juhu, shiny Pinsir, Krypto. Ball draufgeworfen. Ja, Mann. Nein, Mann, ausgebrochen und dann ist es auch noch weggeflogen. Warum? Das war das ganze Video. Also das ist im Prinzip... Das ist im Prinzip der Schocker der Woche. Das kann doch nicht sein. Da habe ich nach 20 Mauzi-Ballons ein Shiny und dann das. Hab 8 Mal mit goldener Himbeere geworfen und der ist immer beim ersten Mal rausgesprungen. Das muss doch ein Fehler sein. Und Ramses, so tiefgründig und einfühlig wie er ist, oha. Ist euch das auch schon mal passiert? Ist euch schon mal ein Krypto-Shiny geflohen? Ja, nein, vielleicht schreibt es in die Kommentare, man weiß es nicht genau. Grüße an den Tom, das nächste wird kommen. Oder auch nicht. Das war es jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus. Ladet bitte heute Abend nochmal fleißig ein für Darkrai oder ladet auch nicht ein. Je weniger eingeladen wird, desto weniger Geld muss ich noch für Darkrai ausgeben. Wenn es nur 5 Raids werden in der Stunde, ist mir das auch recht. Ansonsten sammelt heute Abend nochmal Raidmania-Punkte. Wir sehen uns dann morgen nicht. Da muss ich was vorbereiten, weil morgen bin ich in Chep. Aber abends werde ich vielleicht trotzdem streamen, je nachdem wann ich zurück bin, ja. Vielleicht eine Stunde Trade Session oder Mega Absol, aber ich bin alleine, habe keinen Co-Hoster. Können wir aber noch abstimmen lassen. Und Freitag dann Community Raid, wo ich auch noch gucken muss, mache ich den ersten, der aufgeht, egal ob es Terrakium, Viridium oder Kobalium ist, oder warte ich wirklich, bis ein Terrakium aufgeht und poste den, weil ich ja eigentlich nur Pässe für Terrakium ausgeben will. Kann natürlich sein, dass es den ganzen Tag dauert, bis ich überhaupt mal eins finde. Oder wir machen einfach den ersten und lassen uns überraschen. Und ihr euch ist es egal, welches ihr macht, ihr nehmt den Überraschungseffekt mit und seid im Video dabei. Können wir auch so machen. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer weiser, käsiger Ramses.